Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt drehe ich ein Video, von dem ich noch nicht mal weiß, wann es online geht. Ich habe nämlich eine E-Mail geschrieben an Stamping Up und um die offizielle Freigabe gebeten für das, was ich hier gerade tue. Ich weiß, dass es Demonstratorinnen gibt, die das tun. Ich weiß aber nicht, ob wir das dürfen. Darum habe ich mich offiziell erkundigt, denn ich möchte nur das tun, was wir auch offiziell dürfen. Und ja, wenn wir das nicht dürfen, dann wird es dauern. Offiziell, also nein. Ganz wirklich ist heute der 16. April. Heute ist Montag. Wir haben es gerade kurz nach 9. Und ja, Herr DHL war da. Das ist die Pre-Order, die ich machen durfte aus dem neuen Katalog. Und ich mache mit euch ein Unboxing. Ich nehme das jetzt auf, weil ich muss mit dem Inhalt weiterarbeiten. Ich kann nicht warten, bis Stamping Up mir die Antwort schickt. Aber ich kann natürlich mit der Veröffentlichung dieses Videos warten, im Zweifelsfall bis Juni. Also seht es mir bitte nach, ist es jetzt schon Juni? Dann gab es keine Freigabe von Stamping Up, euch ein Unboxing-Video zu zeigen. Und ich werde gleich noch ein Video drehen, was die neuen Stempelkissen betrifft. Auch das wird dann vielleicht erst Juni werden. Aber wir wollen uns ja konform verhalten und nach der Policy, wie Stamping Up das gerne hätte. Und darum habe ich gefragt. So, dann schauen wir hier einfach mal rein. Ich würde vorschlagen, ich stelle den mal ein bisschen zur Seite, weil sehen kann man hier sowieso nicht so richtig viel. So. Jetzt ist auch noch der Arm im Weg. Entschuldigung, habt ihr gewackelt? Ist schlecht jetzt? So, tada! Prima. Ich schiebe es mal zur Seite und dann nehme ich für euch die einzelnen Produkte da raus. Jetzt muss ich nochmal wackeln. Wupp, wupp. Keiner gesehen, ne? Nehmen wir mal den Stuhl, der freundlicherweise gerade neben mir steht. Und dann stellen wir die Kiste da drauf. So, wir haben... Nein, Scherz. Das will keiner sehen. Die Lieferliste will auch keiner sehen, sondern wir fangen... Oh, wie schön. Ich freue mich so. So, wir fangen an. Wo fangen wir denn mit an, meine Herren? Oh... Ja, wir fangen einfach an mit dem, was es eigentlich auch ausmacht. Wir fangen an mit dem Leitspruch. Es gibt endlich einen Stempel für unseren Leitspruch. Da freue ich mich sehr. Den gibt es leider nicht im Katalog, aber ihr habt alle die Möglichkeit, den zu bestellen. Das erfahrt ihr dann auch, ja, in den nächsten Tagen. Vielleicht hattet ihr die Möglichkeit, schon den zu bestellen. Schauen wir mal. Die Art hier in Schwarz, das ist ja das neue Design. Ich mag es ganz gerne. Ich weiß, viele Kolleginnen sind ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt schwarz-weiß ist. Ich finde es ganz hübsch. Ich finde, es macht sich auch ganz gut im Schrank. Und ja. So, dann schauen wir mal weiter. Hier gibt es noch mehr Stempel. Zack, zack, zack. Ich habe nämlich onstage eine Handstanze bekommen und da gibt es dieses Stempelset dazu. Liebevolle Details. Und hier gibt es also für diese Handstanze eben auch diese kleinen Zierelemente. Ist auch ein sehr, sehr schönes Set. Ich hoffe, das blendet nicht so sehr von dem Licht. Geht, oder? Das ist schon toll. Ach so, wir haben übrigens hier, das sind Polymerstempel. Das sind Gummistempel. Dann haben wir am Seerosenteich, finde ich total niedlich, hier die schönen Schiffe. Da kann man schön maritim was mitmachen.
Naja, vielleicht kommt da nochmal irgendwann eine Babykarte bei raus. Wir gucken mal. Das finde ich auf jeden Fall auch ziemlich gut. Sind auch Gummistempel und ich plane, wie gesagt, halt mit den Chiffen was zu machen. Man muss sich aber so ein bisschen leiten lassen. Dann haben wir hier Tu, was du liebst. Den habe ich eigentlich für meine Mutti gekauft, weil meine Mutti fährt gerade total auf diese Blümchen ab. So, mal schauen. Es ist natürlich ein deutsches Stempelset, was es ja schon sehr gut macht. Da freue ich mich auch sehr. So, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh ja, Memories and More. Fantastisch filigran. Da werde ich euch noch ein Produktvideo drüber drehen. In den nächsten Tagen, hoffe ich. da bin ich sehr gespannt, was da so drin ist. Dann haben wir so ein paar Akzente hier. Kleine bunte Perlchen und facettierte Akzente. Ist auch sehr schön. So, dann haben wir Big Shot. Einmal Lakeside. Das gehört zu dem. Das sind die Framelits von dem Schiffchen, die ich dir gerade gezeigt habe. Ich hole es nochmal dazu. Ich glaube, die gehören hierzu. Yes. Da sind sie. Framelits. Wieder so mit diesen Spruchausstanzungen. So Banner oder so. Finde ich auch ganz schön. Muss mit den neuen Namen ist es ja immer so eins, ne, bis man die denn so drauf hat. Aber ich verspreche euch, ich arbeite für euch dran. So. Dann, oh, hier gibt es etwas, das ich bin ja fremdgegangen, wie ihr wisst. Ihr habt eine Kommunionskarte gesehen bei mir, da waren Buchstaben drauf, die es nicht bei Stamping abgibt, weil man kann ja auch nicht immer mit diesen riesengroßen Buchstaben arbeiten. Es gibt ja Namen, zum Beispiel Christiane. Das geht einfach nicht mit diesen riesengroßen Buchstaben. Und tada, es gibt kleinere Buchstaben. Ich bin mega gespannt, was das wird, denn wie ihr seht, ist das noch ein bisschen schwierig. Es gibt nämlich, lass mal gucken, wo das ist. Hier gibt es ein Teil. Und genau deswegen habe ich die immer nie da drauf. Deswegen nehme ich sie da immer runter. Und dann gibt es hier zum Beispiel ein K. Das kann man dann hier reinsetzen. Und jetzt schneidet er quasi dieses K aus. Könnt ihr das erkennen? Hier ist was Weißes, das ist auch schön. Also er schneidet das K aus und dieses Dreieck dazu. Und damit kann man echt schöne Effekte erzielen. Zeige ich euch natürlich in den nächsten Wochen, aber man kann auch dieses große Teil weglassen. Ich will das da jetzt nicht wieder draufkleben. Ich robbe die ja sowieso alle darunter. Man kann natürlich dieses K dann jetzt hier auch nochmal zu Ende ausschneiden, hat einfach einen kleinen Buchstaben, was ich auch sehr toll finde. Darum, ich nehme die jetzt nochmal eben hier zusammen. Aber ich klebe es halt nicht wieder fest. Das finde ich echt nicht so gelungen. Aber klar, wenn man das anders machen würde, würde es dann auch wieder mehr Geld kosten. Ich sehe es ja ein. Aber darum habe ich mir ein anderes System gekauft und klebt das schön um. So, auf jeden Fall gibt es zu diesen Framelits dann natürlich auch ein Stempelset mit Buchstaben. Kleinere.
Da freue ich mich auch sehr. Da kann man nämlich richtig schön was mitmachen. Da bin ich schon mal ganz gespannt. So, dann, oh ja, hier sind sie live und in Farbe. Oh, tada, die neuen In-Color, jawohl. Grapefruit, Ananas, Kussrot, Kleegrün und Blaubeere. Genau. Die packen wir gleich zusammen noch in dem Extra-Video für die neuen Stempelkissen aus und gucken mal, was das so mit diesen neuen Stempelkissen auf sich hat. Deswegen legen wir auch die erstmal zur Seite. Und dann gibt es hier noch ganz schwere Teile, denn ich habe das Papier neu bestellt. Das war in meiner Vororder möglich. Oh, guck mal eine an, das ist auch schon kaputt. Hier die ganzen, wir haben hier auch natürlich neue Schilder, Pastellfarben. Ich habe von jedem zwei, die In-Color. Habe ich einfach erstmal doppelt gekauft, damit wir vielleicht auch nochmal für die Teammitglieder was machen können. Da muss ich nochmal gucken. Viele, viele, viele bunte Farben. Natürlich möchte ich sie mir selber erstmal angucken. Und ja. So, und dann gibt es noch ein Teil in meiner Kiste. Und das ist Designpapier, mit das ich mich onstage total verknallt habe. Ich die Farben einfach schön finde. Das heißt Poesie der Natur. Und da gucken wir jetzt mal eben rein. Also es fängt ja schon mit dieser oberen Seite an, die finde ich ja schon mega. Es gibt ja auch immer wieder zwei, ne? Plus eine Rückseite. Das finde ich auch total schön. Ja, die kann man dann ja auch echt schön gemeinsam benutzen irgendwie für irgendwas. Das gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, mit dem kann ich mich auch ganz gut anfreunden. Dann haben wir hier noch Blätter. Und kleine Blätter. Na, die gehen nicht ganz so zusammen. Aber auch schön. Das geht auch ganz gut zusammen. Auch wenn die geplanterweise, also ja, gucken wir mal, was da so alles geht mit dem neuen Papier. Und diese hier fand ich auch total mega von den Farben her. Ja gut, mit Streifen vielleicht gerade nicht. Aber ich muss noch mal gucken. Doch, das ist das Schöne, hier steht immer noch drauf, wie die Farben heißen. So dass man also dann nochmal nachgucken kann, ich habe Wildleder oder ich habe Brombeermousse oder wie auch immer, und kann sich dann hier passend das Designpapier dazu raussuchen. Das finde ich total gut, da habe ich mich mega drauf gefreut. Also hört mal, guckt euch das doch mal an hier, das ist doch echt der Hammer. Das finde ich den Oberknaller. Sehr schön, ich freue mich auf den neuen Katalog. Und ja, natürlich bin ich auch ein bisschen traurig um die alten Farben. Aber ich sehe halt auch einfach die vielen neuen Möglichkeiten. Und ja, von daher bin ich gar nicht so böse drum. Wir haben ganz, ganz viele neue Farben. Und ich habe gestern ein Video geschaut von Alexandra Grape und Alexandra hat einen Satz gesagt, den fand ich unheimlich gut. Sie sagte nämlich, wenn ich mein Kleid kaputt gemacht habe und ich gehe in den Laden und ich möchte dann im Folgejahr genau dieses Kleid wieder kaufen und die sagen, nö, wir haben also Kollektionswechsel,
dann bin ich ja auch nicht maulig, sondern mir war klar, dass vielleicht das Kleid nicht mehr da ist. Und dann gehe ich einfach im Laden los und suche mir ein anderes schönes Kleid, was ich tragen mag. Genauso ist es mit unseren Farben auch. Es gibt Farben, da ist es schade drum. Aber es gibt natürlich auch Farben, die sind wiedergekommen. Ich sage nur Brombeermousse und Minzmakrone. Und also da freuen sich ganz viele, dass sie wiederkommen. Und ja, dafür, dass sie wiederkommen können, muss eben auch Platz gemacht werden. So, das war das Unboxing-Video. Ich hoffe, dass ich von Stamping Up die Freigabe bekomme, das jetzt sofort schon zu zeigen. Ansonsten seht ihr das spätestens Anfang Juni. Ich mache jetzt hier aus und fange gleich wieder an und drehe noch die anderen Videos dazu. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen tollen Tag, morgen, Mittag, Abend, Nacht, wie auch immer. Und bis bald. Tschüss.